Der Herbst ist eine wunderschöne Jahreszeit. Er bringt uns so schöne Farben am Baum. Und deswegen soll es auch hier mit schönen Farben auf dem Auto weitergehen. Vivid Blue Metallic ist das, was hier auf dem neuen Nissan Juke drauf ist. Neu ist er ja jetzt auch nicht mehr. Der ist ja schon ungefähr ein Jahr alt. Dennoch, zweite Produktgeneration. Leider nicht allzu oft im Straßenbild anzutreffen. Finde ich eigentlich sehr schade, denn optisch hat er sich richtig gut gemacht gegenüber dem als Breitmaulfrosch verschrienen Vorgänger. Und wir wollen heute aber herausfinden, was verbraucht der Nissan Juke im Alltag mit dem unter der Haube befindlichen einzigen Antrieb, den Nissan uns anbietet, einem 1 Liter Dreizylinder Turbobenziner mit 117 PS, 180 Newtonmeter maximalen Drehmoment von 0 auf 100 in 10,4 Sekunden, Vmax 180 Stundenkilometer, ja, ein Leergewicht von rund 1,2 Tonnen hat der Nissan Juke hier, ist 4,21 Meter lang und gilt somit als Crossover-Modell aus dem Kleinwagenbereich. Die Plattform hier ist auch so bekannt beim Renault Captur und dadurch ist es umso interessanter, wie sich der Nissan gegenüber dem Renault fährt, den wir ja schon hier auf der Verbrauchsfahrt hatten. Da findet ihr das Video unten in der Beschreibung. Und jetzt würde ich sagen, ich fahre tanken. Ihr abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt, liked das Video und kommentiert, was eure Meinung dazu ist. Danach sehen wir uns dann gleich wieder mit der Abrechnung und einem kleinen Fazit, wie sich der Wagen so fährt und wie er mir gefallen hat. Also dranbleiben und bis gleich. Ja, der Nissan Juke hat seine Verbrauchsfahrt jetzt absolviert und dies durchaus bravourös, wie ich finde. Wenn wir auf unser Datenblatt schauen, dann gibt Nissan 4,9 Liter im NEFZ-Zyklus an, 5,3 Liter sagte unser Bordcomputer und nach Tankung waren es 5,4 Liter. Und wenn wir jetzt schauen, was sein Bruder, der Renault Captur, verbraucht hat mit dem TCE 100 Motor, dann sehen wir, da sind wir in der Messtoleranz. 5,3 Liter der Captur, 5,4 Liter der Juke. Nimmt sich also nichts,
trotz 17 PS nominell mehr Leistung hier beim Juke. Der Juke an sich gefällt mir wirklich gut. Optisch hat er sich richtig gemausert. Ist so ein sportliches Crossover-Modell geworden. Und genau den Charakter verkörpert er auch auf der Straße. Wir haben hier ein Fahrzeug, was sich sehr handlich und sehr dynamisch fahren lässt, auch eine sehr gute Lenkung hat mit einem guten Feedback. Der 117 PS Motor macht auch die Aufgabe sehr gut, zumindest was den Bereich Stadt und Überland angeht. Auf der Autobahn natürlich, da fehlt ihm dann einfach die Kraft. Ein bisschen schade finde ich das Warmlaufverhalten des Dreizylinders. Die ist sehr, sehr ruckelig. So die ersten 2 Kilometer oder sagen wir die ersten 2-3 Minuten sollte ihm man nicht zu sehr fordern. Da ist er ein bisschen, ja, sagen wir mal so, er ist noch nicht ganz wach. Das muss man ihm halt einfach genehmigen. Und danach läuft der Motor sehr harmonisch, braucht aber immer Drehzahlen, muss immer so um die 2000 Umdrehungen gehalten werden. Das heißt, fleißige Schaltarbeit am gut zu schaltenden Sechsganggetriebe ist vonnöten. Finde ich aber nicht verkehrt. Beim Platz sieht es so aus, ja, die 400 Liter Kofferraumvolumen sind ausreichend. Hinten ist es ein bisschen enger, vorne ebenfalls etwas enger geschnitten als beispielsweise im Captur. Wir haben hier Integralsitze, man fühlt sich besser in das Fahrzeug integriert. Schade, dass der Mittelmonitor ein bisschen zu weit eher Richtung Beifahrer geneigt ist. Somit gibt es da mehr Reflexionen und sind schlechter ablesbar. Dennoch, so wie der Wagen dasteht, für 25.870 Euro, ist er etwa 1500 Euro günstiger als ein vergleichbarer Seat Arona mit 115 PS. Also auch hier ein gutes Paket, zumal Nissan hier eine 360-Grad-Kamera einpackt, Voll-LED-Scheinwerfer rein, Sitzheizung, Android Auto, Apple CarPlay. Wir haben das volle Assistenzpaket hier verbaut mit teilautonomem Fahren. Ich würde sagen, da ein richtig gutes Paket geschnürt, und wenn ihr jetzt einfach noch beim Nissan-Händler vorbeischaut, ich denke, da gibt es auch noch ein paar Prozentchen, und dann könnte man doch mit für 20.000 Euro hier so einen schönen Nissan Juke fahren. Und man fährt auch etwas Besonderes, was nicht an jeder Ecke steht. Hat doch auch mal was. Oder was sagt ihr? Jetzt seid ihr dran. Schreibt mir unten in die Kommentare, wie ihr das Video fandet und vor allem, wie ihr den Nissan Juke findet. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, jetzt bitte die Abo-Glocke drücken und nicht vergessen, das Ganze zu liken, gerne auch zu teilen. Und dann sehen wir uns demnächst auch wieder zu einem neuen Video hier bei Ubi Tested. Vielen Dank fürs Reinklicken. Tschüss und Servus, euer Ubi.